Jürgen Art. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Adresse der Kollegin Buchholz möchte ich nur Folgendes anmerken. Im Nordosten von Mali haben gestern islamistische oder von Islamisten angestiftete Menschen ein unverheiratetes Paar zu Tode gesteinigt, weil sie ihre archaischen Vorstellungen von einem angeblich islamischen Recht durchsetzen wollen. Und wenn Sie wollen, dass das in Mali überall zukünftig passieren kann, dann müssen Sie für den Rückzug der unterstützenden Kräfte plädieren, dann müssen Sie für das im Stich lassen der malischen Bevölkerung oder malischen Regierung plädieren. Wir werden das nicht tun. Der Mali-Einsatz ist in der Tat, hier sprechen wir über den Ausbildungseinsatz heute in Mali, aber im Zusammenhang zu betrachten ist das natürlich auch mit unserem UN-Einsatz, an dem Deutschland maßgeblich beteiligt ist, mit Afghanistan gemeinsam mittlerweile der größte Bundeswehreinsatz mit nahezu 1000 Soldaten, die dort eingesetzt sind. Und wir haben bei der Ausbildungsmission es geschafft, mittlerweile rund 10.000 malische Soldaten und Polizisten und auch Soldaten und Polizisten benachbarter Staaten auszubilden, weil es eben kein Einsatz ist, den wir nur sozusagen von Europa herab mit Mali machen, sondern weil wir ganz genau wollen, dass die anderen Staaten der Region, die auch an einem Frieden und einer guten Entwicklung der Region interessiert sind und im Rahmen der afrikanischen Zusammenarbeit an diesem Friedensprojekt mitwirken, auch entsprechend gestärkt und unterstützt werden. Und wir machen diesen Einsatz natürlich vor allem auch deshalb, weil wir eine echte Chance in Mali sehen, dass die Entwicklung durch unsere Hilfe besser wird. Wir erleben nach wie vor, dass Mali Durchzugsgebiet für terroristische Gruppen ist. Ein Blick auf die Karte erschließt ja, dass aus dem Maghreb herunter über Mali eben auch andere Staaten mit hoffnungsvollen Entwicklungen, Burkina Faso, Senegal und so fort, infiltriert werden. Aber dass wir schon vorankommen bei der Ausbildung und bei der Stabilisierung des Landes und dass wir damit eine Schlüsselregion in Afrika ein Stück weit befrieden. Wir werden natürlich diesen Einsatz auch weiterhin unterstützen mit einer ganzen Palette von zivilen Maßnahmen. Also zum einen ist die sichtbare, für die Bevölkerung sichtbare Unterstützung gegeben. Die Bundeskanzlerin ist im Oktober letzten Jahres in Mali gewesen und hat mit unmissverständlichen Worten die Unterstützung Deutschlands und Europas manifestiert. Wir machen darüber hinaus wirtschaftliche Zusammenarbeit, wir machen aber auch kulturelle Unterstützung. Mali ist ein Land reich an Kultur und wir bemühen uns gemeinsam mit malischen Kräften, dieses Kulturerbe, was für das Selbstbewusstsein einer solchen Nation auch enorm wichtig ist, entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Und es gibt dort in Timbuktu ganz wichtige historische Handschriften, die mit deutscher Hilfe und mit afrikanischer Hilfe restauriert und bewahrt werden, sodass diese Zeugnisse der Vergangenheit, die identitätsstiftend sind für ein solches Land, auch bewahrt werden. Wir wissen, dass unsere Soldaten in diesem Einsatz auch Bedrohungen ausgesetzt sind. Und es ist schon zur Sprache gekommen, es hat gerade vor kurzer Zeit in der Nähe von Gao einen entsprechenden Anschlag gegeben. 7 tote malische Soldaten und knapp 17 Verwundete. Das hätte natürlich auch EUTM oder MINUSMA-Soldaten, also auch deutsche Soldaten, treffen können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir alles tun, um unseren Soldaten für den Fall des Falles auch gut zu helfen. Und deswegen bin ich stolz darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig mit insgesamt 8 Hubschraubern sicherstellt, dass für den Fall, dass etwas passiert, auch die Soldatinnen und Soldaten oder auch zivile Kräfte schnell in die notwendige medizinische Versorgung geflogen werden können. Das sind 4 Tiger-Kampfhubschrauber und 4 Sanitätshubschrauber, SRA-Hubschrauber vom Typ NA-90. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen deutschen Beitrag vielleicht nicht auf endlose Zeit so aufrechthalten müssen, sondern dass wir möglicherweise nächstes Jahr im Sommer Ablösung bekommen. Ich würde mich freuen, wenn die kanadische Regierung sich zum Beispiel entschließen könnte, ihrerseits uns dann zu entsetzen, wie man das, glaube ich, militärisch nennt. Und ich glaube, wenn Deutschland den Kanadiern sagen würde, okay, wenn ihr dann nach einem Jahr nach Hilfe sucht und wir findet keinen, sind wir vielleicht wieder bereit einzuspringen. Ich glaube, die Gespräche sind da auf einem guten Weg. Gott sei Dank ist der Einsatz in Mali bisher
aus deutscher soldatischer Sicht glimpflich verlaufen. Ich möchte unsere Unterstützung für diesen Einsatz, den wir gleich in der namentlichen Abstimmung bekunden werden, unterstreichen mit meinem dringenden Wunsch und meiner Hoffnung, dass unsere Soldatinnen und Soldaten alle mit dem nötigen Soldatenglück heil und unversehrt aus diesem Einsatz zurückkommen und dass wir vor allem nach jeder Etappe des Einsatzes sagen können, es ist vielleicht tatsächlich ein kleines Stück besser geworden. In diesem Sinne werden wir unsere Unterstützung für Mali in der vorgesehenen Form fortsetzen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Friedhof Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die